Köln hast du die rote Ampel zu, in Löbau es ist halb 6 Uhr, ungefähr 2 Grad draußen. Ich teste jetzt mal die Kamera im Nachtbetrieb, auch was aufnimmt, oder ob man nur schwarze Wand sieht dann auf dem Film. Außerdem habe ich das Mikrofon jetzt an eine andere Stelle getan. Bisher war es über dem Außenspiegel, ja, über dem Innenspiegel wollte ich sagen, nicht über dem Außenspiegel. Und da hat es zu viele Nebengeräusche von der Lüftung, vom Lüftergebläse aufgenommen. Und die Sprache war so schlecht zu verstehen. Jetzt habe ich es oben auf der Sonnenblende eingeklemmt, aber ich weiß nicht, ob das wirklich eine dauerhafte Idee bleiben kann, weil wenn ich wirklich mal fahre, die Sonne mich blendet, ich muss die Sonnenblende runter machen, dann fällt natürlich auch das Mikrofon. Aber jetzt probiere es halt mal an. Ich fahre jetzt hier, um zu sehen, ob es überhaupt eine Verbesserung der Tonqualität gibt, wenn das Mikrofon da oben ist. So. Es ging, als ich das Haus verlassen habe, Wind. Aber von Sturm kann keine Rede sein, so wie es angekündigt war im Wetterbericht. Der muss woanders sein, der Sturm. Ja, dann schauen wir mal auf die Preise hier an der Apotheke. Hat es auch eine Tankstelle dazu, E67, das Benzin. Ich sage ja nur, die haben einen Druck. 67 ist zwar nicht das teuerste, was ich dieses Jahr schon gesehen habe, aber immerhin, ich war ja am Samstag in Polen beim Tanken, rechnet 1,13, das ist schon ein Unterschied zu 1,60 hier. Weil manche meinen ja hier, die müssen mit 80 Gas, und wenn man hier die Geschwindigkeit wegnimmt, um abzubiegen, dann überholen sie doch, weil Blinker sehen die meisten auch nicht. Dann wird man als Linksabbieger noch links überholt. Thank you.
Ortschaft, wo ich gesagt habe, mit den 60, das geht da hin und wieder die Wanderkontrolle. So, aber jetzt beende ich hier den Test, weil ich bin gleich da, wo ich hin will. Alla, tschüss.